Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded mit Jubro, Hallo. der natürlich gerade zuhauen musste, weil ich auch zugehauen habe. Genau. So, wir holen gerade unsere letzte Zutat, den rostigen Rost. Vorerst. Ja, vorerst. Was ist das? Knallhapfen. Oh, muss die Axt nehmen. So, habe ich. Sehr gut. Bist die Beste. Gelogen. Die musst du tragen, weil mein Inventar ist, glaube ich, voll. Ja, aber ich kann auch Äpfel essen. Dein ist noch eine Knallerbse. Mache ich gleich, sofort. Und da ist noch eine Pinie. Wo, was, wo? Da hinten. Wofür So. brauchen wir den Rost, Sandy? Für irgendeine Waffe, die du haben möchtest. Den rostigen Speer. Sag ich doch. Und weil du meinst, ich benutze kein Schild, nehmen wir den Speer nur für dich. Hier ist noch eine Pinie. Ja, ich bin doch gerade am Obro! Pinien verhauen. Hier ist Rost! Ja, ich kümm, Sandy, ich kümm. I'm on my way to the Rusty City. Was? 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 Stop talking shit. What the fuck? WTF. Oh, Probo. Sag dich doch, Bobo. Brauchen wir noch Probo? Nee, Ja, hatten wir nee, du eben die meintest, letzten, du aber. brauchst nur einen Bobo. Wir, nicht du? Und hier hinten ist der rostige Rost. Rustiger Rust. Was me up before your Coco. Wow. Was? Wir haben schon die Hälfte vom Rost. Wow. Oh, da kommt Bobo. Hier unten ist Die ein Hälfte. Ghetto-Käfer. Jubro. Das ist schon wieder wie in Ark, ne? Was denn? Du gibst sämtlichen Viechern eigene Der Namen. Nashornkäfer ist doch der Ghetto-Käfer. Da ist er doch. Und unser eins soll dann wieder wissen, was du Ja, der meinst. Nashornkäfer. Ja, ignore ihn. Solange der nicht aus Rost gemacht ist, interessiert er mich nicht. Frag mich sowieso, wie die Aluleiter hier rosten kann. Tja. Da ist ein Zahn, hat Sandy wieder übersehen. Wo? In der Schnubbel hier? Oh, geil. Milchmolar. Nicht zu verwässern. Ah, egal. Jo, Nix, was? was wolltest du gerade sagen? Ich hab's mir verkniffen, deswegen will ich's dir jetzt nicht Aua! sagen. Lustig. Ach, die Sandy, die ist immer so witzig. Ich glaube, das macht die alles immer absichtlich. Ich glaube, ich habe Nur für mich die Unterhaltung. verlaufen, Jumbo. Wie kann man sich verlaufen, wenn man einfach nur geradeaus rennt? Ja, aber hier ist auch nicht der Koffer, das Ding. Aber vielleicht können wir Koffer. hier das Teil da. Aber hier war irgendwo noch das, was wir brauchen. Nee. Ich rede jetzt von Quarz oder so. Hier ist die Forschungsstation.
Und ich habe nichts Neues zu erforschen. Da hinten ist ein Spider. Spider-Man. Hä, wo waren jetzt dieser rostige Schimmelkasten? Zecken. Au. Wo? Hier bei der Arbeit. Wo ist der rostige Schimmelkasten? Rechts. Wo rechts? Bei dir? Links. Ich glaube, er weiß gerade auch nicht mehr. Ich bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Oh, oh, mit was denn? Spinnen? Mit Pinienkernen, mit Bonbons. Tigermucke. Mit goldenen Zähnen. Goldenen Zähnen? Mhm. Mega Milchmuller. Schon der dritte Zahn, den ich heute Morgen gefunden habe. Wie viel hast du schon? Oh, da hinten. Kannst du mal die Spinne wegmachen? Daneben ist Marmor. Kann ich nicht. Muss ich das wieder machen? Das ist eine Wolfsspinne, ne? Oder? Ja. Ist so. Und die hat auf irgendwas anderes Bock. Nicht auf mich. Dann baue ich mal den Marmor hinter ihrem Popo ab. Ja, die ist da auf irgendwas aggro, ja, das sehe ich. Oh, aber es ist. Aber es ist eine Wolfie. Solange sie nicht auf mich ist. Hi, Jo, Bro. Was? Hi. Wo ist denn Hi? Da. Ich hab Akku. Von einer Ameise. Und eine Zecke. Eine Ghetto-Ameise. Ghetto-Zecke. Da ist eine Pinie. Natürlich ist da eine Pinie. Oh. Und noch eine. Ich hab immer noch Kriegsmusik hier. Hier hinten sind auch noch mehr Pinien, ne? Alter, Mücke, Hals, Maul. Und was auch immer die Ameise gerade unter mir versucht, ne? Ich habe noch eine Pinie gefunden, Jubro. Oh, da rennt sie gerade hin. Geil. Aber erst nehme ich den Marmor mit. Noch mehr Marmor. Pinie! Ich wünschte, wir würden so viel Rost finden, wie wir Pinien finden. Ja. Nein. Bin mir nicht mehr sicher, ob wir die Pinien brauchen. Ich auch nicht. Für irgendwas garantiert. Wo sind wir hier überhaupt? An der Wand. Ich weiß es nicht, Jumbo. Wir wollten eigentlich zum diesen Werkzeugkasten, aber irgendwie sind wir jetzt lost. Du bist lost. Hallo? Hallo? Ellie ist niemals lost. Mücken, nein. Ja, geil. So Idee. Nein, ganz so wie Idee. Meine Idee war echt doof. Danny, rette mich. Frag mich bitte nicht, wo ich bin. Ich bin genau hinter dir! Du bringst uns um! Bist du? Hier. Hier ist Thors Amulett. Hä? Was? Wieso Thors Amulett? Verstehe ich nicht. Ja, das gibt's hier. Toll, ich fall runter. Das war der einfachste Sprung, den es hier gibt. Sandy Reno.
Was? Über die beiden Pilze, Sandy. Ich komme auf den anderen Pilz nicht drauf. Nope. Merkt ihr, wie nett der zu mir ist? Was? Nur weil ich das halt nicht so kann wie er. Toll. Oh Gott, ich bin gerade am Kaffee trinken. Hier fast mein Kaffee ausgespuckt. Hätte ich gern gesehen. Schön, erstmal den ganzen Kaffee über den Monitor verteilen. Ich komme da nicht hoch, Jumbo. Okay, was kommt dann? Schau mal, ich habe Zeit. Hallo, Jumbo. Weißt du, was das Beste ist? Was denn? Danach kommen die schwierigen Sprünge. Das ist toll. Du kannst ja alleine weitergehen. Nee, du musst dann üben. Nee. Muss ich nicht. Das Einzige, was ich muss, ist sterben. Das auch noch nicht heute oder morgen. Doch, du musst mal so ein bisschen die Sprünge üben, sonst wirst du nie ins Endgame kommen. Soll ich nochmal zurückkommen? Nein. Oh, jetzt hast du mich abgelenkt. Du stehst, du geh auf den kleinen Pilz und hüpf auf den großen. Nein. Ja, so geht's aber nur. Nein, es geht auch anders. Oder du rennst über das lange Blatt nach oben. Lass mich jetzt, Mann, Jubro. Oh, geh doch einfach alleine weiter, ey. Nervt mich. Sandy, mach's doch einfach mal so, wie man es dir sagt. Nein. Versuch doch einmal in deinem Leben zuzuhören. Nein. Bitte schlend Sandy in den Kommentaren. Schreib bitte alle, hör mal auf Jubro. Nein. Wie ein Ochse. So stur. Es ging da ja gerade auch. Ich stand ja gerade schon auf den einen Blatt da und da bin ich auf den Pilz gekommen. Ja. Hast du nicht gesehen, ne? Ja. Das war da, wo du rückwärts wieder runtergefallen bist, ne? Ja, das war vorwärts. Ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt holen wollen, wenn wir doch... Weil wir gerade da sind. Jetzt hör auf mit den Ausreden. Ist keine Ausrede. Och man. Nee, ich habe für sowas auch keine Geduld, Jubo. Ja, aber Sandy, ich sag dir, dass es nur einen Weg darauf gibt, über die Pilze. Oder du rennst über dieses lange Blatt nach oben. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Aber du versuchst immer noch eine dritte. Ja, weil ich ja vorhin über die dritte, man, schon fast oben gewesen wäre. Ja, fast ist nicht. Hinter dir siehst du dieses lange Blatt, was... Ich sehe jetzt gerade erstmal was anderes, was mich ja voll abfuckt. Ich brauche hier auch gar nichts großartig mehr versuchen, weil ich fast tot bin. Ja. Und ich habe einfach keine Geduld für Jump and Run. Dafür hatte ich noch nie Geduld. Sandy, aber daraus besteht das gesamte Endgame dieses Spiels. Dann solltest du dir diese Geduld echt mal angewöhnen. Ich muss auf dem... Darf ich sagen, dass... Nein! ...stehen bleiben muss? Ich mach das Spiel gleich aus, weil ich keinen Bock mehr hab. Für heute. Ja, na gut. Ich geh jetzt weiter. So, ich stehe im Anhänger. Gut.
Hast du ihn aufgenommen? Nö. Ich dachte, du kommst noch hier hin. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe dir vor 5 Minuten, glaube ich, angeboten, dass ich zurückkomme und es dir zeige, aber da hast du gesagt, willst du nicht. Du musst ein bisschen genauer, von da musst du springen. Sonst stößt du da gegen die Steinkante. Stoß ich auch so? Ja, dann musst du noch weiter nach rechts. Oh, nervt mich nicht, ihr scheiß Zecken. Aber vorhin bin ich wenigstens in der Ritze hängen geblieben. Du springst aber schon, während du sprintest, ja? Ja. Okay, ich frage mich nicht. Das nervt mich mein Handy auch wieder. Ja. Und wieder unten. Ja, eigentlich sollte die Folge so sein, dass wir Rost holen. Jetzt sind wir aber hier. Ja, pass auf, ich hole jetzt die ganzen Sachen, die hier oben sind, und du gehst raus holen. Ich habe ja das Werkzeug nicht. Das ist ja nur du. Aber bevor ich jetzt hier gleich wieder an allem schuld bin, nur weil du da nicht kriegst. Ja, ich habe den Anhänger aufgehoben. Hab ich gesehen. Ich kraxel jetzt noch die ganze andere Seite alleine hoch. Weil hier ist der schwierigere Part, was Klettern angeht. Ich habe keine Ahnung, warum ich da jetzt auf einmal nicht mehr hochkomme. Mir egal. Gleich. Und diese nervigen Zecken. Splitter. Komm jetzt wieder runter. Jo. Ich sammle gerade Splitter. Ja, da hinten ist auch die Werkzeugkiste. Irgendwo war ja noch ein goldener Zahn, glaube ich. Habe ich jetzt nicht mehr die Muße. So.
Ich beende jetzt die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.